Kevin sagt immer, wir laufen wie Champagner. So nervig. Ich sag immer, wir laufen wie mein Auge. Sagt er immer. Das habe ich tatsächlich von da. Aus der Firma. Hast du aus der Firma? Ja, aus der Firma. Aus der Firma. Das war noch meine. Das war noch was meine, war das nochmal? Köln 5-304-7-5, genau, ne? Schlechte Zeit, schlechte Zeit. Ja, wir sind heute mit dem Q7 V12 TDI auf dem Prüfstand. Ich glaube, der Kevin hat schon mitgenommen, dass der Kunde mit dem Hänger kam. Genau. Mit dem Fahrzeughänger, Fahrzeugtransporter. Das Fahrzeug ist von einem anderen Tuner optimiert. Und der Kunde hat sehr viel Ärger und Angst, damit weiterzufahren, weil das wohl irgendwann in Notlauf geht und. Will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Deswegen, der Kunde hat das Auto auf dem Autotransporter hier hingebracht. Und wir werden jetzt direkt Serie reinflashen. Mich interessiert auch gar nicht, was da drin ist. Weil der Kunde sagt, direkt nachdem er bei dem Tuner war, haben die Probleme angefangen. Notlauf hier, bum, bang, Auto unfahrbar, Gänge verloren. Und das Auto lief jahrelang einwandfrei. Ich werde jetzt einfach mal eine Seriensoftware einspielen, gleich nochmal mit VR gekommen, Fehler lesen. Und dann machen wir einfach mal eine Eingangsmessung und machen dann eine Ausgangsmessung. Wie gesagt, der Kunde wollte auf keinen Fall, dass wir das Auto so fahren. Aus Zeitgründen nehmen wir es auch, werden wir keine Eingangsfahrmessung auf der Straße machen diesmal. V12 TDI, bin ich gar nicht drauf eingegangen, ne? 6 Liter Hubraum, 500 PS, 1000 Newtonmeter in der Serie, in der Theorie. Besonderheit bei dem V12, der hat damals zu der Zeit brauchten die dafür zwei Steuergeräte. Also wir haben hier zweimal ein Bosch EDC 17 Steuergerät verbaut. Haben die jetzt, wie gesagt, beide gelesen, gerade beide in unser B2B gepackt. Und ich werde jetzt mal schnell hocheilen, den passenden Seriendatenstand suchen, den werden wir haben. Dann flashen wir Serie, messen wir Serie, messen das Tuning. Und fahren dann aber auf jeden Fall noch einmal die Driftbox. Haben zwar dann keinen Vergleich zur Serie, aber wir nehmen einfach mal als Referenz mit der Leistungssteigerung dann die Driftboxfahrt mit. Ne? Also deswegen mache ich auch fast eigentlich alles selber heute, weil wir echt im Stress sind. Ja? Also, weiter geht's. Mein Auge läuft. War ein bisschen voreilig, ne, Kevin, mit OBD. Leider. War ja schon jemand da dran. Also wir, über Diagnose sind die Steuergeräte beide protected, da eine Tuning Protection aktiviert worden ist von dem davorigen Tuner und dann geht das über Diagnose nicht mehr. Wir müssen jetzt die Steuerte ausbauen. Ich habe es gehofft, dass es nicht so ist. Ist aber so. Dauert ein bisschen länger, aber wie heißt das, was lang währt, wird gut, ne? Oder so. Mhm. Fabi fängt schon an und dann kannst du mal zeigen, es ist richtig dick drin. Warning, Tuning Protection. Der Kunde wollte unbedingt 600 PS und das ist echt schon tricky. Das haben wir auch gesagt, dass wir das auf Kundenwunsch gerne machen. Normal bieten wir so 570 PS, 575 PS. Der Kunde hat gesagt, ich möchte alles, was geht und es darf halt nicht kaputt gehen. Sag ich, das ist immer witzig. Aber er sagte, geht bitte an das möglichst Äußerste, an allen Werten, die es machbar sind. Ja, und normal, das ist schon eine Stage 2 Plus, sag ich mal. Und der Kunde wollte 600 PS. 599,5. Aber dann ist das so. Wir haben jetzt dreimal gemessen. Wir hatten Serie, aber auch schon 520 PS statt 500. Statt 1000 Newtonmeter 994. Also 6 Newtonmeter nur weniger. Aber ja, jetzt haben wir 599,5 PS und 1209 Newtonmeter. Ich bin mal gespannt, was der Kunde sagt, weil uns fehlt ja dann ein halbes PS. Aber dann, was sollen wir jetzt machen, ne? Mehr als dreimal messen und ich fange jetzt auch nicht an, nochmal nachzuprogrammieren und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ja. Markus, ist halt so, ne? Ich meine, mit 1200 Newtonmeter kannst du schon den einen oder anderen Pferdehänger ziehen, ne? So, keine Zeit verlieren, wir gehen jetzt auf die Straße und gucken noch, was das auf der Uhr bringt. Und dann machen wir Feierabend für heute.
Ja, dann fahren wir jetzt mal mit knapp 600 PS und 1209 Newtonmeter. 1209 Newtonmeter. Wo wir die ähnlichen Drehmomente mal, wo ich die mal fahren durfte, ist bei diesen älteren 63ern Mercedes AMG 5,5 Liter V8 Biturbo. Da hast du mit einer Leistungssteigerung, selbst schon bei Stage 1, hast du halt auch immer Wahnsinnsdrehmoment. Ne? 1200 Newtonmeter ist dann auch keine Seltenheit. Das drückt dann schon gut. Ne? Soll ich mal drücken lassen? Ja, bitte. Okay. Dürfen nicht dran gehen, ne? Darf man ja nicht. Nee, aber es drückt, ne? Ja. Unabhängig davon. So, wir nehmen noch ein bisschen Schwung mit, weil die fahren alle ziemlich langsam. Und jetzt schießen wir. Boah. Ich habe einen Grenzen auf der Uhr, ne? 13,2 von 100 auf 200 und 8,2 von 50 auf 150. Okay. Aber der schiebt, ne? Das Gefühl ist auf jeden Fall anders. Krass. Krass. Aber wir lernen ja dazu, ne? Mir sind, wie gesagt, die Leistung auf dem Prüfstand, die ist mir eh, das ist für mich das Wichtige. Und die Zeiten sind immer gut, machen wir auch gerne für euch. Aber es ist, wie es ist, ne? Ist das jetzt 13,2 Sekunden? Hätte ich echt gedacht, das ist mehr. Na gut. Aber trotzdem, die Drehmoment hier, der Drehmoment-Punch, den du hier im Rücken kriegst, das ist schon egal, ob es 13 Sekunden sind oder 12. Und man muss es auch gebremst kriegen. Macht schon Laune, wenn man auf dem Gas hängt, finde ich. Ja. Also. Dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns, ne? Und machen heute mal Feierabend, oder? Definitiv. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Tschüss.